Taktisches, aber Geld wird's kosten für den Verein. Vor unserem nächsten Spiel sollten wir erstmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Und nach dem Sieg von Neustrelitz sind es nun schon 9 Punkte Rückstand für den FC Carl Zeiss Jena auf den einzigen möglichen Aufstiegsplatz. Viel Holz, vielleicht sogar zu viel. Nach heute könnten es wieder 6 Zähler sein. Und am 8. Dezember hat man Neustrelitz ja noch zu Gast. Es gilt also das Prinzip, erstmal sein eigenes Zeug erledigen und selbst nicht stolpern, was heute schwierig genug schien. Denn es ging beim Berliner AK auch gegen den Tabellenzweiten, der selbst große Ambitionen hat. Die Gedanken der Jena waren heute aber auch bei Jakob Piles. Der 19-jährige Torwart erlitt am Montagmorgen einen Schlaganfall. Schon am Mittwoch konnte er die Intensivstation der Uniklinik Jena wieder verlassen. Und wir wünschen Jakob Piles natürlich schnelle und gute Genesung. Wollen jetzt aber sehen, wie sich Jena in Berlin geschlagen hat. Der Vierte beim Zweiten mit Thomas Kunze. Ja, Tom, in diesem Kader des FC Carl Zeiss Jena, da wird immer ein Platz frei sein für diesen Jakob Piles. Völlig egal, wie lange es dauert, bis Jenas Ersatzkeeper wieder gesund ist. Das ist ein Versprechen vom Verein und von Trainer Andreas Zimmermann vor diesem wichtigen Spiel beim Berliner Athletikclub, das Jena ja schon fast gewinnen muss, wenn es weitergehen soll im Meisterschaftsrennen für die Thüringer. Es ist ein Spitzenspiel, der zweite gegen den vierten. Und das merkt man beiden Mannschaften zu Beginn deutlich an. Jede Menge Musik drin in dieser Partie im Poststadion. Der Berliner AK macht den Auftakt. Erste Minute. Kruschke lässt zwei Jena stehen. Lichte, der Kapitän der Berliner. Kruschke ist durchgelaufen und setzt den ersten Reizpunkt in diesem Spiel. Am Ende aber kein Problem. Berbig muss nicht eingreifen. Gerlach allerdings hätte ein bisschen aufmerksamer sein können. Aber Jena kann es ja auch nach vorn. Nur 30 Sekunden später. Schlosser. Marcel Schlosser mit dieser Flanke. Schala mit dem Kopfball aus relativ weiter Entfernung. Und den hat er auch nicht voll erwischt. Und deswegen wird es auch nichts mit dem vierten Saisontreffer für Jenas Stürmer. Aber der FC Carl Zeiss wurde und wird immer besser in diesem Spiel. Schöne Kombination. Kurtei auf Schmidt. Und das hätte eigentlich schon fast sein können. Schön durchgesteckt von Gramoš Kurtei. Und Schmidt zögert ein bisschen. Und dann setzt Höttecke seine 2 Meter ein. Und so bleibt es beim 0:0. Dann diese Situation. Zimmermann meckert, ist nicht zufrieden. Foulspiel. Und da haben sie ja zwei, die diese Freistöße vollstrecken können. Geißler und Schlosser. Die beiden knobeln sich da was aus. Wie im Kinderferienlager. In aller Heimlichkeit. Der eine kann es mit rechts. Das ist der blonde Geißler. Und der andere, der hat einen richtig guten linken Fuß. Geißler steigt drüber, Schlosser, Pessola hat das 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Matthias Pessola, der defensive Mittelfeldspieler, den haben sie da hinten völlig blank stehen lassen, einfach vergessen. Und er macht sein 3. Saisontor. Schlosser mit dem scharfen Ball und dann schlittert er rein wie auf einem Schlitten in den Fünfer. 18. Minute, Jena führt in diesem wichtigen Auswärtsspiel gegen den Berliner AK. Aber die kamen jetzt, waren wütend. Simons, Grösch mit der verunglückten Abwehr, Soltan Pur, das 1:1. Nach 31 Minuten Berbig, Fuchs, Teufelswild, Grösch hier mit der verunglückten Kopfballabwehr. Und Soltan Pur, das ist der Topstürmer vom BAK. 8. Saisontreffer, weil er einfach den Riecher hat. Antizipiert Jenas Fehler und macht das Tor. Kurz vor der Pause, der BAK jetzt deutlich besser. Simon bekommt den Ball von Kruschke, das muss es sein, das ist es nicht. Glück für den FC Carl Zeiss Jena, weil Sabadest das Tor nicht trifft. Wie das geht, weiß er selber nicht. 3 Meter Torentfernung und dann ans Quergebälk. Unfassbares Glück zur Pause für den FC Carl Zeiss, für Andreas Zimmermann und Co-Trainer Marco Kämpfe, die lange gesprochen haben und erst dann ihre Mannschaft in der Kabine besuchten. Aber der Auftakt der zweiten Hälfte auch nicht viel besser. Wieder Sabadest, Unsicherheiten bei Berbig. Davon waren heute einige zu sehen. Im Nachfassen hat Jenas Keeper den Ball dann aber sicher. Offensiv Jena nicht ganz so entschlossen wie in der ersten Halbzeit, aber sie kommen. Über Kurtei, Gramoš Kurtei. Kurtei macht das gut. Der Pass, der Ball bei Geißler. Nein, das hätte es sein müssen. Tom Geißler,
scheitert hier am Unterschenkel von Rocco Teichmann. Und so muss der 30-jährige Geißler weiter auf sein erstes Saisontor warten. Prima mit der Kopfballabwehr. Das ist Geißler. Schaut einmal, schaut zweimal. Der wird doch nicht, der wird doch nicht, der wird doch nicht. Tor für Jena! Das ist doch nicht zu fassen! Gefühlte 30 Sekunden ist der Ball unterwegs. Und jetzt zerrammeln sie den Torschützen. Der Geißler sieht aus wie nach einer durchzechten Nacht nach dieser Jubelorgel. Hier der Treffer. Unfassbar. 40 Meter. Und das war genau so gewollt. Höttinger zu weit vom Kasten, die Sonne im Gesicht. 2:1 für Jena. Alle außer Rand und Band. Aber es war noch zu spielen. Und es ist zu spielen. Der BAK, zu kurze Abwehr. Das ist Simon Berbig, klatscht den Ball zur Ecke. Die Berliner drückten jetzt. Aber Tino Berbig macht seine Unsicherheiten wieder gut, lenkt den Ball zur Ecke. Die wird ausgeführt, die Abwehr. Und jetzt ist Schluss. Jena zieht dieses unendlich wichtige Auswärtsspiel, gewinnt mit 2:1. Und Achim Schröter, der hat sich in den Interviews erst einmal um den Torschützen des Tages, also Tom Geißler, mit dem Bart gekümmert. Und das war heute das Tor des Monats, oder? Ja, ich weiß es nicht. Kommt natürlich darauf an, wie die Zuschauer das voten und wie sie das sehen. Vielleicht blendet die Sonne ein bisschen, man sieht es nicht so. Aber war schon ganz ansehnlich. Ja. Tor war ein super Auge vom Tom. Ja. Hat er gemacht, haben wir vorher ein klein bisschen drüber gesprochen, dass er heute geweiht vor seiner Kiste steht. Ja, da haben wir Ding mal gemacht. Ne? Ein Sieg beim bisher ungeschlagenen BAK. Ein Tor, Marke Tor des Monats und die 3 Punkte für den erkrankten Jakob Piles. Jena bleibt im Meisterschaftsrennen dran und hätte keinen schöneren Nachmittag in Berlin verleben können. Ja, da war die Reise nach Berlin endlich mal was wert für Jena. Schauen wir doch mal auf die Ergebnisse. Es gab ja nicht so viele Spiele bisher. Aber 3 insgesamt an der Zahl, gestern und heute. Heute Leipzig gegen Plauen 0:0. Berliner AK gegen Jena 1:2. Und gestern Auerbach gegen Neustrelitz 0:1. Morgen dann also der Rest, die Tabelle. Und dort sehen wir Neustrelitz mit dem 9. Sieg in Folge und jetzt 28 Punkten, klar auf 1. Der Berliner AK weiter Zweiter, aber Jena hat aufgeholt. Nur noch 2 Zähler dahinter, ganz wichtiger Sieg für Carl Zeiss. Magdeburg, morgen in Meuselwitz, könnte auch noch klettern. Plauen ist jetzt 8., Auerbach 10., die anderen also alle morgen. Nur Lok kann den 1. Punkt unter Heike Scholz feiern. Es wird etwas heller im Keller. Ein Sieg beim